Ja, wir befinden uns jetzt hier mitten im Naturschutzgebiet Moorgürtel, Hamburgs mittlerweile größtes Naturschutzgebiet mit 948 Hektar. Und wir sind jetzt hier ja sehr zentral in einem Bereich, der sich auch Weißes Moor nennt. Es ist ein ehemaliges Hochmoor. Hier wurde etwas dann auch Torf abgebaut, allerdings immer nur manuell, quasi als Handtorfstich in so einem kleinen sozusagen Maß nur. Und ja, und später ist dann hier eben ein Bruchwald, ein Moorbirkenwald aufgewachsen, den man jetzt um uns herum sieht. Sonst ist an anderen Stellen des Moorgürtels ist so, dass die Landschaft kultiviert wurde und dann eigentlich eine Kulturlandschaft heute ist, durch Wiesen im Wesentlichen geprägt. Ungefähr 2 Drittel des Moorgürtels sind Grünland. Und hier eben, wo die Torfstiche sind, wo es so zerkohlt ist, das Gelände, hat das eben nicht stattgefunden. Moorgürtel ist ein, ich würde sagen, also es ist ein vielfältiges Gebiet, wo es so ein Mosaik eigentlich aus ganz unterschiedlichen Lebensräumen gibt. Wir haben eben relativ viel Grünland, auch, oder auch Flächen, die jetzt aus der Nutzung herausgefallen sind, Grünland, Brachen, Röhrichte. Wir haben eben auch noch dann aber diese Moorbereiche, die wo wir noch die Moorvegetation auch noch haben und wo man natürlich auch ja das Ziel hat, dann hier das Moor auch wieder zu renaturieren, wieder entwickeln zu lassen. Und der Moorgürtel hat da sehr viel Potenzial, also auch oder hätte sehr viel Potenzial, um hier auch wieder das Moor wieder wachsen zu lassen, wieder Moore wieder herzustellen. Und ja, dadurch, dass es eine sehr vielfältige Landschaft ist mit, wie gesagt, Wiesen, Hecken, Moorresten, Bruchwäldern, wie wir sie haben, kann man hier auch sehr viel Tiere, Pflanzen beobachten. Es ist ein Gebiet, eine etwa 90 Vogelarten brüten hier, darunter auch ja einige, die man sonst nicht so einfach sehen kann oder hören kann, wie den Wachtelkönig, der hier mit so sein bedeutendstes Brutgebiet hat in Hamburg. Und Kleinspechte, Neuntöter, Schwarzkehlchen, das ist ein relativ reichhaltiges Gebiet für Vogelbeobachter. Und ja, auch sonst ist hier viel auch an Pflanzenarten zu sehen, ähnlichen.